Und da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's. Wir schauen mal herab. Genau. Horch, wir kommen da von draußen rein, ne? Das dachte ich mir. A 300-mile wall and you're still in my way. I figured we'd settled things on the way to Crastus, but this is even better. I don't have any time for you anymore, Brent. I hate you. You hate me. Now let's move on. Had something more painful in mind. I did duty to my lord back on that bloody farm. If we're doing a proper job of it, what'd I get? Banished to the fucking wall! I never did tell you about your father, did I? Aww. Nee, so lassen wir uns nicht. Nein. Like a pig. Seemed only fair he should feel what it's like. Near the end? Nein, wir lassen uns nicht. Kept begging us to leave your sister alone. So I made sure he was still alive when she started screaming. It was the last thing your father ever heard. The more we sliced, the worse it got. You're not worth it. I didn't come here to chat, you fucking cunt. Leute? Too bad your father didn't fight like that. Might still be alive. And I thought you were going to make this easy. Stop, damn it! I don't want to fight you! What's the matter? Don't you want to make your father proud? Was hat das damit zu tun? Wir sind Brüder der Nachtwache. Let's see if you scream like you're... You got lucky, pig farmer. You're going to slaughter me, like my man back at your farm. At least let me have my sword. Keep it interesting. Or are you afraid? I swore my vows. I won't kill a brother. You're fucking pathetic, Tuttle. Das war knapp. Das war knapp. Hallo, mein Gesicht, das brauche ich noch. Nein. Alter, ich möchte ihn nicht töten. Ich krieg nur Ärger. Der fällt noch die Mauer runter. Wenn er nicht aufpasst. Ich möchte ihn nicht töten, wie gesagt. Let's fucking finish it. Go on. We're done here. Ich krieg trotzdem Ärger. Er hat mich, also ich habe alles versucht. Also nur ist gut. Vielleicht sieht man es an seinen Verletzungen. Ich weiß es nicht. Vielleicht lebt er ja auch noch. Ich hätte ihn in die Mauer runterstoßen sollen. Beweise vernichten. My lord, our people are starving and afraid. The White Hills have driven them away from the Ironwood Groves. Out of the way! To make matters worse, your brother Ethan had me collect provisions from the small folk. And so they come to us, looking for food. Food we don't have to spare. How can we support an army and retain our position in the north? We can't even feed the people we see before us. It's like the dead of winter's come. And it doesn't look like it's getting better.
These are hard times, to be sure. Harder than I've ever seen. But I'll do whatever it takes to get us through it. Well, I hope we can figure something out. As long as the White Hills are in our house, we have to be careful. Und wir haben einen Verräter. Und ich ahne, wer es ist. Come on, you! Let me go! You can't do this! Good. You're here. Look. Look at this. Did you see what this girl did? She attacked my man like an animal. Bloody bit me. Yeah, now it's her turn. She's gonna get what she has coming to her. This won't go unpunished. Let go of me. I don't care if she's your sister. She bit your man. How did that happen? What did he do to her? That doesn't matter. It matters what she did. I saw him stealing from our kitchen, and I told him to stop. He laid his hands on me, so I bit him. Bloody wench! I was only doing what had to be done. I warned you not to mistreat my men. Someone will have to answer for this. Do you hear me? Don't make this ugly. Your men are out of control. That's the problem here. It's your people who don't know the order of things. This girl's as untamed as a wildling. Don't listen to him, Roderick. And if you can't rein her in, yeah, what about the rest of them? It's about time she saw a real lord again and learned proper discipline. My sister, she made a mistake. That's all. She is but a child, and this arrangement tests us all. I'll make sure it doesn't happen again. She's not the only one who's made mistakes. And the problem starts at the top, Roderick. Careful, boy. You yourself had the gall to make threats against my men. And that's the real problem with you foresters. You're too fucking proud. Always have been. It was bad enough when you were above us. And now it's even worse. Because you don't see how far you've fallen. Still high enough to look down at you. Nah. Wait. Forgive her. Forgive her. The passions of youth. No one questions your authority, Griff. You have the power. Oh, I like him. You thought this was your man, Roderick? He's mine. A dog to be sure, but my dog. That's how I like to see you, foresters. Obedient servants! He's a loyal member of my house. A man of peace. And he deserves to be treated as such. You don't get it, do you? You foresters need to learn when you're beaten. Oh. You will learn some fucking humility. Genau. Oh, this won't be the last lesson I teach you foresters! Have you no honor? I'll run you through for that. I'll cut you down like straw men. Stand down, Roiland. As you wish. I bet this makes you angry, eh? You probably want to get up and hit me. But we know how that would go, don't we? Now, are you going to be a good little forester? Learn your lesson? And stay down? Roderick! Wir müssen ihm zeigen... I said, get down! All the way down! Dass er nicht weiß, wann genug ist. Get up, Roderick! Stay down, my lord. Your brother defied Ramsay Snow. He didn't know his place. But we made damn sure he learned. I'll probably have to teach Talia here. Unless you're a good little forester, you learn your place and stay down. Some forester is gonna learn their lesson today. Oh, I'll stay down. Consider this even, girl. Your brother learned the lesson for you. You'd be wise to follow his lead. Ja, das müssen wir alle. Your lord is a smart man. First in his line that understands. Now you need to understand too. You can be lord, Roderick. So long as we all know who holds the reins here. Come on! Eben.
Wir bleiben an der Macht und das ist ein Fehler. Es wird der Tag kommen, an dem wir uns für alles rächen. Thing, my son. You had to submit. Aye. A true lord. But we let them win. Ja. Manchmal müssen wir den Feind gewinnen. Wir müssen eine Schlacht auch mal verlieren können, um den Krieg zu gewinnen. Ich weiß, das ist eine schwierige Lektion für viele. Aber wir haben einen Verräter. Und ich ahne, wer es sein könnte. Do you see that? Was? He still acts like he rules the house. But he's let his guard down. So, did he get what he wanted? Or did you? At the time, I wanted you to crush him. I'm just glad you're still alive. We need you, Roderick. Now is not the time to fight. We'll let them think they've won until we're ready to strike. And when you're better, things will be different. I asked Ethan not to change who he was. I tried to make him promise me. I now know that was childish of me. I'm ready to change now. Oh, sehr I'm willing gut. To do anything to help our family. Oh, schön. I mean it, Roderick. I don't care what. That's good. I'm sure a time will come when our house will call upon you to do what's necessary. But that time is not now. And I'm sure the others will do whatever it takes as well. What you did, yielding to Griff, you had your reasons. But... No one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, the Foresters will stand tall. We did it. I can't believe it. What are you waiting for? Warum? I can't. What? After everything, we just... I can't burn it. The Khaleesi will see you now. So, Asher Forrester, if you presume to speak of my dragons, choose your words carefully. Da kriegt man schon so ein bisschen Schiss. Ob das jetzt so gut war, den Brief zu behalten? Der könnte uns noch nützlich werden, oder? Next time on Game of Thrones. Oh Gott. What have you done, Garrett? Frostfinger is calling for your head. Tell me Britt's death was an accident. Mira, what are you doing? Mira, just tell me what's going on. What are you hiding from me? We are weak. We have no allies. And Griff claims to be the new Lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to High Point. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the Queen! Fuck you and your Queen! Deal with your friend. Nothing ever stays in the past, Asher. Garrett. It's time to go. Ach du Scheiße. Das wird hart. Okay. 49%? 51% haben. Das war eine ziemliche 50-50-Sache, wa? Wer Malcolm und wer. Wie hieß die andere? Barith? Keine Ahnung. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. 51% sind Marjorie treu geblieben. Das war vielleicht auch eine ganz gute Idee, bevor man uns mit ihm sieht und so heimlich Tuerei. Ja.
70% knapp, die einfach weggelaufen sind. Also ihn eigentlich nicht töten wollten. 68%. Auch fast 70%, meine Güte. Haben schlau gehandelt und sich ihm nicht widersetzt. Und 70% haben das Dekret behalten. Das ist gut. Das ist schön, das gefällt mir. Da bin ich mir nicht mehr so unsicher, ob das eine gute Idee war. Oh je, bin gespannt. Schauen wir uns noch schon mal an, wie die nächste Folge aussieht. Ach so, es kommt ja auch noch der Endscreen. Ja, die Folge war wieder hart. War wieder hart, vor allem jetzt mit Griff. Der ist ja viertgeboren. Sie müssen sich immer beweisen, das hatten wir schon mal. Nee, unangenehm, unangenehm, unangenehm. Bin mal gespannt, wie wir das alles lösen. Wenn das alles klappt im Norden und wenn Myra da ein bisschen ihre Finger im Spiel hat. Und wir werden jetzt nach High Point sind wir jetzt geladen. Ich bin ja gespannt, was das wird. Das kann doch nicht gut gehen. Aber so langsam muss es bergauf gehen. Dann die Sache an der Mauer. Oh, der Typ. Macht nur Ärger. Selbst mit seinem Tod macht er uns nur Ärger. Wir haben alles versucht, um nicht gegen ihn zu kämpfen. Die ganze Zeit war da keiner. Auf der gesamten Mauerlänge, wo wir uns da gebalgt haben, war keiner zu sehen. Kaum ist der tot, kommt er immer um die Ecke. Wären wir gestorben, hätte er den Anschiss bekommen und jetzt so rum. Dabei haben wir nur versucht, uns zu verteidigen. Wir haben ja ihm alle Möglichkeiten gegeben, ne, aus der Sache lebend rauszukommen. Also, ich weiß nicht, ob wir noch was hätten tun können, aber ich glaube nicht. Es muss ja in die Richtung weitergehen. Das haben wir jetzt schon in der Vorschau so gesehen. Man hätte ihn tatsächlich runterkicken sollen. Einfach so, flups. Oh, Beweise? Welche Beweise? Es war ein Unfall. Er hat mich geschubst. Ich habe zurückgeschubst. Ja, irgendwas hätte man ja erzählen können, aber so. Dumm gelaufen. Und ich glaube nicht, dass wir uns da rausreden können. Aber umso besser. Wenn sie uns tot sehen wollen, dann haben wir erst recht Gründe, das Ganze zu verlassen und in den Norden zu gehen und unseren anderen Pflichten zu folgen. Episode 4. machen die Toten die Angst? Ja. Oh je, das sieht nicht gut aus. Oh je, oh je, oh je. Mit denen will ich mich nicht anlegen, eigentlich. Ich glaube, 5 und 6 kommen noch, genau. Also sind es noch 3 Folgen. Die Hälfte haben wir hinter uns. Oh, ich habe ja was gehört von einer Season 2. Da würde ich mich ja sehr drüber freuen. Aber gut, das sind ja noch, ist ja noch alles Zukunftsmusik. Wir haben ja erst die Hälfte geschafft. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schaut auch mal auf Facebook und Twitter vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dann heißt, Episode 4. Bis dahin. Ciao.